Falsch. Ja, da hinten wird es uns wieder schlechter. Das ist noch tot. Das Zimmer größer. Müsste. Ah, das hier ist nicht mehr drin. Das hier aber definitiv. Wir bauen es trotzdem, aber das sah nicht danach aus, als würde es gehen. Ne, ist auch so, geht nicht. Gut, dann haben wir jetzt den. Ich glaube, wenn es auskreizt, das da noch. Würde ich aber freilassen und eher die Windmühlen gucken, dass es läuft. Da kriegen wir schon gut was abgedeckt. Dann aber weiter rüber. Den Kornspeicher da hinsetzen. Die Windmühle kriegt sie ja auch noch abgedeckt. So. Da haben wir auch so gut wie alles drin. Mal alle drin, bis auf das hier hinten. So. Ein, zwei Felder fehlen. Lager brauchen wir nicht verwalten, da kommt eh wohl nichts rein. Die Windmühle sollte man aber wieder schließen. Nur, dass er mal gut auskreizt. Schauen, ob wann die Bohnen ankamen. Das ist Mitte. Waren die irgendwo da unten? Epole von Mitte, Edelsteine, Kaffeebohnen und Cannabis. Mal schauen, 5000 Kaffeebohnen. Wäre parat zum Bauen. Wurde mittlerweile mir klassisch immer noch Mangelware. Aber ihr könnt das schnell bauen. Sieht's aus mit Ziegelstein, aber gar keine hier. Hier rausnehmen. Die Entwicklung von Hütten. Ah, nicht alle da, aber es fehlen auch. Jo, da fehlen Einwohner. Jo, da hinten wohnt gar keiner. Hier unten auch nicht. Hier sind alle schon auf Stufe 6. Ja, fehlt nur noch der Block da hinten.
Gut, wie weit kommen wir denn? 10 Stück könnten wir ausbauen. Wir holen uns mal eine Runde Glas. So, was wir auch nicht eingestellt haben, war der Farbstoff da hinten, glaube ich. Jo, der kriegt ja auch noch ein Lager. Hier alles raus, bis auf Farbstoff. Dann hätte man doch das auch. Läuft's hier oben? Da fehlt noch ein Lieferdienst. Absicherung noch ein zweiter. Mit Melonen. Jo, haben wir auch. Haben wir auch langsam. Das ist noch so eine Problemecke. Gut, das entspannt sich sobald. Was war das, was wir so abartig viel hatten? Kartoffeln da hinten. Jetzt sind wir auch noch über 11k. Hat doch aber weggeschafft. Nee, Weizen wird nicht weggeschafft. Jetzt wird er weggemacht. So. Oder mal Motivationskarten, die wollte man irgendwo noch einsetzen. Das da unten läuft auch nicht, weil ein Haus fehlt. Man kriegt da ein Häuschen. Wir haben es ja auch nicht wirklich weit darüber mittlerweile. Ja, Luxusgüter passen. Die Kerzen sind noch so ein kleines Problem. Und bauen wir mal die. Na, hier haben wir es eingesetzt und da drüben. Da haben wir noch Produktionsbücher drin.
8 Stück weg. Jetzt das Problem, das Lager voll ist. Was ist denn das da hinten? Ist schlecht, dass hier das Lager voll ist, das Außenlager. Da sind noch Produktivitätsbücher drin, die ersetzen wir auch mal. Durch die Motivation, so. So, der holt die. Der Honig ist Problem. Der braucht noch einen Lagerplatz. Da können wir den damit einlagern. Ne, den haben wir da drin. Der produziert dann noch was Zweites. Also Bienenwaben oder so. Verbesserung, genau. Industrietechnik 2. Gehen es mal durch. Honiglager mal da ein, das passt ja. Luxusgut ist nicht, das muss irgendwas da unten sein. Bienenwachs war es, genau. Das können wir hier einlagern. Dürfte sich das auch entspannen. Wenn wir das jetzt hier hochdrehen, naja, sinkt es auf 40 runter. Geht aber hier nochmal. Das ist nichts. Das, nee, das lassen wir so normal. So, wie ist denn das jetzt, wenn keine Kaffeebohnen abgefragt werden, dann sind jetzt hier 5k, dort 5, hier müssen auch 5k sein. Ja, und hier hinten dürfte logischerweise jetzt deutlich mehr liegen, jo, 7k. Das heißt, das staut sich dann nach hinten. Ja, 5k reichen für den Anfang. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo es hier das war wohl nicht eingestellt. Jetzt ist eingestellt. Das Lager ist ja schon voll, das ist halb voll. Dann mehr Lager bauen. Und Platz hätten wir da unten. Hier können wir doch noch eins hinzimmern. Zwei sogar. Die Ecke hier gefällt mir auch noch nicht mit den Lagerhäusern.
So sieht's doch besser aus. Und noch eine Reihe da dran setzen. Da hinten geht kein Weg rüber. Muss auch nicht. Da vorne verschenke mal eine. Ach, so sieht es dann besser aus, weil wenn das um eins versetzt wäre, ist das auch ein bisschen ugly. So, jetzt haben wir noch genug da hinten Platz für die Kaffeebohnen. Gut, und wenn es halt voll ist, dann wird es nicht abgeerntet. Ja, dann haben wir einen Puffer von hier 5k plus, im nächsten plus 5k und in der Hauptstadt vorne auch nochmal 5k. Jo, wird aber gut abgeräumt, das passt. Das Holz nehmen sie halt nicht mit. Ja, vielleicht irgendwann. Weil ich glaube, das räumen sie auch nicht ab, weil hier ja gesagt wird, bei 5k ist Schluss. Da werden sie auch konsequent. Oh ne, die haben mehr Holz, wo immer das liegt. Dann ist nur eine Frage des Abholens aktuell. Also Cannabis wird jetzt so ein Spaß. Hier wird es ja produziert und wird weggekarrt und gleichzeitig wieder hergekarrt. Lösen wir das Problem. Es gibt ja nicht diese. Was für ein Weg. Lösen wir das Problem. Wir werden von hier 5k vorgefahren und 5k zurückgekarrt. Das heißt, hier bleibt liegen die Überproduktion. Ja, dann müsste es auch gehen. Weil der Hin- und Rücktransport hebt sich auf. Ja, dann bleibt hier die Überproduktion liegen. Spazieren 10 Kerzen, okay. Die holen jetzt nur noch Kleinmengen, das was halt verbraucht wird wohl. Ja, diesen Topf versorgt da hinten. Also der Nord,
Das ist Nordost, meine ich. Jo, Nordost läuft. Und das Weizenmehl hierher. Wie kommen die hier an Weizenmehl? Okay. Da haben die da jetzt was eingesammelt von dem? Könnte es sein? Ja, lassen wir mal da liegen oder wir richten. Ja, wir sagen, dem hier nehmen Weizenmehl mit. So, dann. Der hier. Er hatte doch einen Slot noch frei, genau. So, nimm mal 5k Weizenmehl von da hinten, krass hierher und. Ach, du holst bitte Weizenmehl dann ab. Dann haben wir es weg. Müssen wir es nur irgendwann löschen. Also wir können es ja stehen lassen, wenn wir den Slot brauchen. Dann fällt uns wieder ein, warum kochen wir hier Weizenmehl vor. So. Jetzt werden wir an dem Punkt, wo wir Kaffee endlich mal bauen könnten oder herstellen. Das sieht gut aus. Zauberpilz ist ein bisschen wenig. Der Rest passt. Möbel sind. Pilz ist das größere Problem. Was machen wir da? Motivationskarten rein, wenn wir welche haben. Und das in dem Bereich irgendwo da. Ja, da mal Nachhaltigkeit wegen des Holzes, stimmt. Ja, bei den Förstern können wir doch mal die Motivation reinschmeißen. Waren die 2,47? Jetzt waren sie 2,93. So, mehr Karten haben wir nicht. Jo, wie sieht denn das Papier aus? Oh. Ja, doch, passt. Passt, müsste aber. Ne, passt Papier. Vielleicht haben die gerade aufgehört mit Produzieren, weil es. Ja, da war doch ein Stop eingebaut. Jo, 5k. Ziegelsteine haben sich jetzt auch wieder erholt, langsam. Ja, 10 Häuser ausbauen. Könnten Ziegelsteine noch runterholen, dann haben wir die Kamine hier vorne fertig. Beziehungsweise wir hatten eben Glas geordert, weil wir die Handelskammer fertig machen wollten. Müssen wir jetzt nochmal machen, weil sie es wieder weggecut haben. Die brauchen nur 9. Gut, da macht es die Masse an Handelsgesellschaften mittlerweile dann auch aus.
Glaswand ist da. So halb bis knapp nach dritter. Mir ein Mangel an Personal auch aktuell wieder. Gut, das war jetzt durch den Umbau, sind ja einige weg. Dann wahrscheinlich noch wieder die. Jo, hier, zack. Da sieht man es doch deutlich. Oh. Irgendwann sind sie wieder da. Das dürfte ausreichend sein. 44, das kommt hin. Beton. Betonhammer. Können wir mal Ziegelsteine ordern. Echt eine Umgewöhnung, dieses Verteilsystem, durch das es der Stop fehlt. Da darf man echt nicht zu schnell hochreisen, so das Zeug hier vorne weg. Hier dürfte jetzt, genau, da liegen ein paar Farbstoffe drin, ehe sie wieder verkauft werden. Funktioniert also. Hier noch Brot und Ziegel, jo, das passt auch. Also da müssen wir uns. Und hier wird auch die Wolle langsam weniger. Warum hast du denn? Jo, 10k nur noch, das war mal 2,30. Wird auch besser. Und Kartoffeln. Wir machen zu viel Kartoffeln und zu wenig. Machen wir dann zu wenig. Gut, nehmen sie halt was anderes. Ohne Gestirn, Kohlstirn. Kohl müssen wir mehr machen. Dann werden das jetzt hier Kohlfelder. Hälfte. Kohl, Kohl. Aber mal komplettes. Dann machen wir hier Weizen. So. Ja, das lass mal auf. Das macht Kartoffeln so. Das ist halb halb. Hier sind es oben 2 unten, ja, passt. Und hier 2,5. Nicht 5. Jetzt die Ziegelsteine verpasst? Nee, noch nicht. Gut.
Jetzt auch 216, ja, das beruhigt sich langsam. Und jetzt nicht, das machen wir gleich. Hat nicht ganz gereicht, okay. Irgendwo habe ich das Gefühl, es sind ein paar vergessen worden. Finde man am besten raus, indem wir noch eine Runde kaufen und ein Haus kurz random bauen. Wenn da mehr wie 30 Ziegelsteine übrig sind, dann passt's. Es war auf 16 ging es runter. Bauen wir schnell hier ein Haus. Zack. Ah. Die Steinisolierung hatte man. Aber wenn man Shift drückt, nimmt er alle. Und wenn man nicht Shift drückt, nur das eine Haus. Steinhammer 2,3k, das müsste eigentlich ja nur 1 gewesen sein, passt. Was geht eigentlich mit dem Lecken jetzt? War ja mal vor ein paar Folgen mit den Straßen, als wir die auf einmal gebaut hatten. Ach, so läuft es eigentlich. Nur dieses nach ein paar Stunden, dass es 60 Gramm frisst. Nur 300, sind wir jetzt 54. Ja, komm nochmal. Einfacher dazu gleich. So, 700.000. Warte mal, auf den letzten 1,4. So, jetzt haben wir definitiv alle ausgebaut. Mal die Hütte wieder abreißen, passt. Also wäre das Thema auch durch. Ja, Eisenbarren sind noch ein bisschen. Verteilt. So, mir hatte doch vor langer Zeit uns mal da Karten oben reingelegt. Kaffeerösterei, genau. Na gut, genauso groß wie Wohnhaus, so wie es aussieht. Bauen wir gleich 8 Stück. So, das müssen wir jetzt logischerweise noch einstellen. Kommt es
nach den Zauberpelzen. Ich sitze aber ziemlich weit oben an. Standardmäßig. Gut, da unten, da fehlen Leute. Wir finden jetzt eigentlich aus den anderen Provinzen Leute abziehen. Beispiel 26 aus dem Norden. Aus Nord 20. Ja, nehmen wir auch die Kinder mit. So. Könnte man aus Mitte auch 24 nehmen, plus Kinder. Da. 24, da gibt es gar keine Kinder, okay. Dürften hier jeweils keine Arbeiter mehr sein. Na doch, 5 noch. Ist immer noch Platz. Hier oben kommt auch nichts zum Erliegen. Ne, haben wir auch noch. Ja, Cannabis-Produktion würde mich jetzt mal interessieren. Wie viel machen wir da? Immer noch 0. Warum ist so? Geben wir denen noch ein zweites Lagerhaus. Jo. Da bauen wir nicht eins, sondern zwei. Müssen sie sich aber Zeit lassen. Mal der E-Cannabis rumliegt und gar nicht wenig. So, und dann gibt's. Hier könnte man auch noch eins hinsetzen. Da setzt man nochmal eins nebendran. So, jetzt sind wir sicher. Zwei können wir schnell bauen. Da ist nichts im Weg. Und vielleicht noch ein Lieferdienst. Der deckt einiges ab und da noch einen rein. So, da müsste auch alles laufen. Ein paar Leute fehlen hier. Und aus das Weizenmehl haben wir wohl weggekarrt. Jo, dann können wir es wieder rausschmeißen. Nichts. Genau, wir transportieren 5K nichts. Da unten.
nichts und das Null. Okay. Die Iron Tools. Naja gut, das Mal da Motivationskarten rein, was haben wir denn da? Produktivitätskarten haben wir da. $358 auf $398. Brauchen wir jetzt mehr Holz. Mehr Eisenbahn, aber Eisenbahnen haben wir noch. Wie sieht es denn hier mit Eisen aus? Jo, haben wir noch 36k und hier Kohle, 44. Irgendwie passiert da nichts. Weil wir wohl. Jo, wir haben mehr wie 5k Kohle. Passt. Geht zur Arbeit und läuft hier so komisch durch. Ja, hier stehen auch noch Hütten leer. Da steht ein Block leer, massiv Platz. Ja, das läuft ja, gut, das sieht's halt, aber was will man machen? Alle sind zwei Facetten. Nicht um 3. Wie sieht es eigentlich da aus? Wie viel haben wir denn? 15, wir brauchen 6,6 im Moment von 15,8. Nicht mal die Hälfte. Bettung können wir mal wieder löschen. Haben wir ja jetzt dann auch verteilt, so wie es aussieht. Ja, fehlt nur noch Glas und Ziegelsteine. Das ist das, was wir hier verkaufen. Könnten es einkaufen. Ich lasse hier mal raus. Glas und Ziegelsteine. Jeweils 5k. Jo, jetzt kommen wir an die Grenzen. Schon nur einmalig eine Handelsrunde und dann war es das Wetter. Also
wir jetzt aber ordentlich zahlen. So, Klaas hat's gepackt. Jetzt wird uns da oben wieder reinschmeißen. Ziegelsteine fehlen noch ein paar. Glas war hier und das Sand. So, alles über 5.000 wieder weg. Aber doch nicht Spaß mit den Iron Tools eben. Dann wären wir da auch wieder durch. Der Rest passt ja. Nö, Stahl fehlt noch. Ein Glück haben wir das finanzielle Polster. Jetzt ein Nachbar. 8,8 Millionen, ja, der hält sich, aber ja. Handelt er denn Holz, klar? Weizen, Milch, Lehm, Iron Tools, Medizin. Ja, der muss alles einkaufen. Hier machen sie jetzt Baumwolle auf einmal. Nur auf einem Feld. Oder war das vorher schon? Vielleicht nie aufgefallen. Oh, hier dann wieder einen Weg gebaut. Gelöscht. Hier ist genau. Wache. Geht am besten mit. Fruchtbarkeit einblenden. Genau. Ja, ich glaube, der hat sich auch schiebt sein Dasein. Reißt aber hier den Holzfäller partout nicht ab. Dennoch an irgendwo was dran. Ne, da oben ein bisschen, wenn denn was wäre. Brauchen wir das? Ach, wir könnten es hier zubauen. Ja, das wäre. Den paar Feldern den Aufwand. Ne, komm. Oder ab und an einen Baum sich holen. Er produziert Schokolade unter anderem. Apropos, achso, fehlen uns die Leute, klar. Da geht noch gar nichts. Setzen wir denn hier ein? Mit Nachhaltigkeit probieren. Da haben wir noch ein paar Kärtchen über. Motivationskarten nimmt man übrig, das reicht wieder für einen Förster. So. Ah,
Jetzt hat er sie hier unten rausgenommen, ja. Ab und an, Bucky. Tourismus sind sie nicht so ganz zufrieden. Ja gut, weil wir nur das eine Hotel da mal testweise irgendwo hingestellt hatten da. Grüß dich, Ken. Und gut, jo, wünsche ich dir auch ebenso einen guten Start ins Wochenende. Sieht's denn arbeitstechnisch aus? Muss immer noch ein Minus sein. Moment, was ist denn da los? Geht es auch mal wieder nach oben? Naja, hier Altersschwäche, Altersschwäche. Gerade hat es ja gerade so durch. Ja, die Hütten sind alle top in Schuss. Müssen nur Leute kommen. Hier müsste auch einiges stillstehen, jupp. Und das können wir kompensieren, dass wir das noch nicht haben. Glaswaren wäre das nächste Thema. Genau, die Glasbläserei, deswegen haben wir sie auch da oben drin. Wo ist denn die? Diese Größe. Ich hoffe, da brauchen sie nicht so viel von. Blenden wir mal die Fruchtbarkeit wieder aus. Jetzt hier aus mit dem Autohandel. Da fehlen noch Ziegelsteine. Iron Tools und Stahl. Warte mal das mal noch ab. Ich glaube jetzt könntest du mal abflachen mit dieser. Ah, da oben sieht man es noch sterbt. Ah, starb an Altersschwäche, Altersschwäche. Schwierig. Wenn der Anfang war, klar, durchs Umbauen von der Stadt. Aber wenn das da wieder in diesen 20 Jahre Rhythmus reinfällt, plus der Umbau, müsste jetzt irgendwann mal hier Schicht sein. Wenn es auf dem Stand von vor 40 Jahren mit den Einwohnern. Ah. Hier die zwei, ich suche sie nicht. Die Artefakte könnte man angehen. Solange wir auf Leute warten. Da oben war doch beim Nachbar eins. Meint er hatte da eine. Da. Ufenruine 3000. Okay, jetzt ziehen wir da was raus. Merken wir uns mal anderweitig. So, jetzt haben wir Platz. Spannende Frage, wie viel sind das? Die sind alle so grün hinterlegt. 15, dann sind wir schon durch.
1, 2, 3, 4, 5. Moment, die blauen sieht man besser. 1, 2, 3, 4, 5. Und da macht das Sinn, wenn es nur 5 wären, dann sind es 4 Teile, also 4 verschiedene Objekte. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, dann haben wir doch das schon. Das heißt, die hier können wir entsorgen. Wenn wir die anderen 4 schnell finden, dann wäre es schön. Aber keine Ahnung, nach was wir da suchen sollen. Wird sich Zufall, wenn wir irgendwas sehen. Das? Ah. Okay, das sind die blauen jetzt. Auch wieder so lange würfeln, bis wir 5 haben. Jo. Das war jetzt echt Zufall. Und wo sind wir da? Ne. Ja. So, schauen wir uns auch gleich mal an, was die können, die Artefakte. Plus 50% Kohlen auf die Karawane, okay. Plus 50% Einfluss auf Kleinstädte. Die 2% Zufriedenheit über 70% gewährt 1% Produktivität. Das hört sich auch nochmal gut an. Hotel gewähren plus 50% mehr Einfluss, eher unspektakulär. Jeder 1% Stadtattraktivität gibt 1% diesen Einfluss. Finde ich jetzt auch nicht so spannend. Da oben wissen wir noch gar nichts. Muss man aber wissen, dass man die 2 verkaufen kann. So, suchen wir das nächste. Das Old State war jetzt irgendwo da oben. Hat man es gut gesehen, weil es so richtig freistehend war. Die sind deutlich entspannter wie die Tiere. Das ist irgendein Händler. Was ist das? Pyramidenruine. Okay, ich mal das gleiche Schema. 4 Troppen, dann 2 doppelt und dann die 5. Das war jetzt das dritte Mal in Folge. Scheint bestimmt zu haben.